Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, dem 4. Februar. Ich grüße Sie ganz herzlich und hoffe, Sie sind nach den gestrigen Turbulenzen hier gut aus der Situation rausgekommen. Wir erlebten ja am gestrigen Nachmittag hier starke Bewegungen beim Euro-US-Dollar, beim US-Dollar-Index generell, also hier dem US-Dollar sozusagen als Darstellung hier im Index Future unten mal mit beigefügt, sozusagen hier der Außenwert des US-Dollars gegenüber sechs Währungen. Und wir sehen hier den gestrigen Paukenschlag. Ja, es gab ja gestern Konjunkturnachrichten, aber vielmehr waren es noch Statements seitens der Fed, die hier Zweifel anbrachten in Sachen weiterer Leitzinsaktivitäten, weiterer Leitzinsanhebungen im Zuge dessen, wie die Märkte bislang reagierten, beziehungsweise auch eben allein das gestrige Statement sorgte hier schon für einen enormen Tiefschlag mit der möglichen Perspektive eben, dass sich hier die angedachten Zinsanhebungen doch noch vielleicht ein Stück weiter rausschieben lassen könnten. Das ist natürlich Gift für den US-Dollar, der hier, und da gehen wir jetzt mal direkt ins Big Picture, seit dem Sommer 2014, hier im Wochenchart-Intervall sehen wir den US-Dollar-Index, eine Kerze, eine Woche, und seit den Statements hier im Sommer 2014, dann auch hier mit charttechnischem Ausbruch über diverse Horizontalwiderstände, schoss der US-Dollar-Index ja buchstäblich empor und hat hier im Prinzip die Vorschusslorbeeren in den Markt geworfen im Sinne einer Leitzinsanhebung. Euro-US-Dollar schauen wir uns gleich an, hier aber erstmal der US-Dollar-Index, der praktisch nach diesem starken Hype im Jahr 2015 hier im März mit diesem Hoch nahe der 100-Punkte-Marke seitwärts konsolidierte, das hier in so einer Art Trendkanal. Dann folgte jedoch hier im Oktober, November letzten Jahres die Attacke nochmals auf die Marke von 100 Punkten und letztlich wurde das Ganze hier im Dezember, hier mit Beginn des Januar-Februars, dann letztlich vereitelt. Und jetzt sehen wir hier beim US-Dollar-Index einen starken Rückschlag und hier, wir notieren gerade im Bereich von 97 Punkten. Das ist eine Unterstützungszone. Wenn der US-Dollar-Index aus dieser Woche unterhalb von 97 Punkten rausgeht, dann darf man erwarten, dass es hier noch eine deutliche weitere Schwäche gibt. Ergo, US-Dollar-Index, wenn der hier durchbricht, weiter schwach. Das dürfte Euro-US-Dollar letztlich beflügeln. Und wenn wir dazu hier mal in den Tagesschart gehen, beim Euro-US-Dollar, dann sehen wir hier die Situation, dass wir einerseits hier die Marke von 1,098 klar nach oben geknackt haben während des gestrigen Handels, aber auch die Marke von 1,10 konnten wir überwinden und nunmehr stehen wir hier kurz vor dem Widerstand bei 1,1155. Das ist ein Level, da sollte sich jetzt der Euro-US-Dollar einig werden darüber, ob wir ja oder ob er viel mehr darüber rausschießt. Das, wie gesagt, dürfte morgen der Fall sein. Die Non-Farm Payrolls werden morgen hier eine größte Aufmerksamkeit genießen, also hier der US-Arbeitsmarktbericht. Und da wird es eben drauf ankommen, wie er ausfällt und wie dann letztlich die Reaktionen des Marktes drauf sind. Die Spannung könnte nicht größer sein. Denn wie gesagt, der Arbeitsmarktbericht ist ja so eine Art Indikation für die US-Fed in Sachen Zinsentscheidungen und da kann es eben durchaus morgen auch wieder zu Turbulenzen kommen. Deswegen der Wochenschlusspreis hochinteressant, sowohl beim US-Dollar-Index als auch beim Euro-US-Dollar selbst. Oberhalb von 1,1155 rufen dann weitere Pips in Richtung 1,1455, 1,15. Das wäre dann hier die nächste Zielzone, wenn wir hier über 1,1155 rausziehen. Und das ist auch zugegebenermaßen eine präferierte Variante. Die Saisonalität selber beim Euro-US-Dollar zeigt hier ein Stück weit unklar, während der letzten oder während der kommenden Wochen-Monate voraus. Also man sieht hier ja eine mehr oder weniger sehr volatile Phase. Das übrigens auch beim US-Dollar-Index in dem Kontext. Hier sieht man auch sehr schön, dass so eine richtige saisonale Trendtendenz hier nicht auszumachen ist. Aber das stört ja eigentlich gar nicht weiter, wenn die charttechnischen Tendenzen hier eine klare Sprache sprechen. Und das würden sie zum Beispiel tun, wenn eben der Euro hier nach oben ausbricht. Dann haben wir hier zumindest wirklich ein Buying-Level für die nächsten Tage, Schrägstrich vielleicht sogar Wochen. Denn wenn wir hier vom Tageschart mal in den Wochenchart des Euro-US-Dollars gehen, dann sehen wir hier, gut, diese marginale Trendlinie, die hat hier mehr so symbolischen Charakter, aber da stehen wir punktuell gerade dran. Hier wird aber auch nochmal deutlich, dass die Marke von 1,1035 wichtig ist. 1,1155 hier diese Zone. Wenn wir da eben rausgehen, dann zeigt sich hier eben auch auf Wochenbasis dieser Spielraum in Richtung 1,1455, 1,15. Und das wäre dann hier signifikant eine Möglichkeit, den Euro weiter zu pushen. Eben vor der Perspektive, und das ist eben der fundamentale Hintergrund, dass es in den USA hier doch nicht so zügig zu Zinsanhebungen kommt.
wenn die Konjunkturdaten hier nicht mitspielen, und deswegen immer Obacht geben, wie sich das jetzt hier gestaltet. Dieser Freitag könnte dann praktisch auch über den weiteren Verlauf des Februars-Märzes sprechen. Wenn der Euro-US-Dollar die Stärke, die er gestern hier sozusagen ausgepackt hat, weiter fortsetzt, dann sieht das sehr, sehr bullisch aus. Andererseits, wenn es hier ein Scheitern gibt, wir speziell morgen nicht über 1,55, nicht über 1,10 schließen sollten, sondern vielmehr hier wieder unter die 1,10 absacken, dann wäre das sicherlich ein eher bärisches Signal. Dann dürfte sich hier das Seitwärtsgezieher, was wir seit Ende Dezember gesehen haben, fortsetzen. Aber man merkt schon hier mit der Fed-Entscheidung vom Dezember, beziehungsweise auch hier insbesondere mit der EZB-Entscheidung, hat sich der Euro so ein Stück weit nach oben gemausert. Und jetzt wird eben die Gretchenfrage sein, wie sich das hier weiterentwickelt. Rein technisch sieht das sehr bullisch aus und Euro-US-Dollar könnte hier wirklich eine weitere Performance nach oben vollziehen. Der Knoten scheint also hier buchstäblich geplatzt. Wir hatten gestern auch Euro-US-Dollar hier im Stundenchart beim JFD-Devisenradar am Fokus und da haben wir hier gesehen, deutliche Widerstände voraus. Ich muss das mal direkt kleiner scrollen hier im Stundenchart. Sie sehen hier das Level, ja, 1097, 1098, wichtige Zone. Und dann hier eben das Level von knapp unter 1,10, das letzte Verlaufshoch. Und genau da ist er gestern durchgerannt, eben mit den Aussagen der Fed, dass es hier unter Umständen doch noch ein Stück weit sich hinziehen könnte mit den Leitzinsen. Und jetzt haben wir hier so eine Art Dreiecksformation über die Nacht, über die Asia-Session gesehen. Und jetzt schießt Euro-US-Dollar direkt wieder nach oben, kurz vor dem gestrigen Tageshoch, was hier direkt am Abend markiert wurde. Und ja, es wird spannend. Rein vom Potenzial hat Euro-US-Dollar durchaus noch was aufzulegen. Wir haben heute bisher eine Range von 68 Pips und Euro-US-Dollar ist hier durchaus imstande, über 100 abzuliefern. Also sieht ganz gut aus. Zudem Euro-US-Dollar am Donnerstag hier mit dem volatilsten Impulsen. Hier haben wir sogar mit Blick auf die letzten zwölf Wochen, hier auf die übrigen 12 Wochen bezogen, 125 Pip abzuarbeiten. Also da kann durchaus heute noch ein gutes Level draufgelegt werden auf die bisherige Kerze. Und ja, die Wochentaktstärke zeigt auch, dass wir zum Wochenende hin rein statistisch bullisch tendieren. Also Euro-US-Dollar vor dem morgigen Tag, vor den morgigen Non-Farm-Payrolls, hier durchaus mit einem leichten Hauch von bullischem Rückenwind, was dann, wenn es denn gelingt, hier auch mit Blick auf die nächsten Wochen durchaus zu weiter anziehenden Preisen führen könnte. Euro-US-Dollar also auf jeden Fall very hot. Das zieht sich natürlich auch durch die ganzen anderen Pairs. Achten Sie hier auf den US-Dollar hin, auf das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar, also hier die Major Pairs, die mit dem US-Dollar im Kontext stehen. Hier dürfte sich, wenn es eben eine weitere US-Dollar-Indexschwäche geben sollte, enorme Bewegungsimpulsivitäten bei diversen Paaren, die mit dem US-Dollar im Kontext stehen, auswirken. Das heißt auch US-Dollar, Schweizer Franken weiter gen Süden, US-Dollar Yen wahrscheinlich weiter gen Süden und Austral-Dollar, US-Dollar, Neuseeland-Dollar, US-Dollar, diese anderen Pairs oder Währungen, die in US-Dollar gehandelt werden selbst, dürften dann hier entsprechend nach oben laufen. Also sehr interessante Situation. Morgen, wie gesagt, kann es turbulent werden. Achten wir mal auf den Wochenschlusskurs für alle die hier nicht unbedingt intraday so affin sind. Wir werden sehen, wir werden es auswerten. Ich würde mich darauf freuen, wenn wir morgen nochmal drüber sprechen können. Spätestens nächste Woche dann auch hier wieder die weitere Beschau im Livestream bzw. dem Webinar. Also, ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen jetzt heute noch einen guten Tag und auf bald, Ihr Christian Kämmerer.